wo es noch nicht wissen sollten, wie man eine Seezunge enthäutet. Nehmen wir eine schöne Seezunge, dann nehmen wir ein heißes Wasser. Heißes Wasser hält die Schwanzspitze in das heiße Wasser für kurze Zeit. So, dann nehmen wir ein scharfes Messer, kratzt es so von hinten nach vorne, nimmt ein trockenes Tuch. Da unten rein mit dem Daumen und dann zieht man das ganz kräftig schnell nach vorne. So geht es ruckzuck. Dann dreht man die Seezunge um, kratzt man das von unten wieder nach vorne. So sieht man es vielleicht besser. Nimmt man wieder das trockene Tuch und dann zieht man das auch wieder ganz schön nach vorne. Also manche Leute lassen den Kopf dran. Ich auch eigentlich gerne. Und dann schneiden wir da entlang von diesen Gräten, schneiden wir mit dem Messer entlang. Dann dreht man es um. Und schneiden wir auf der anderen Seite das gleiche nochmal. So schaut es dann aus. Und wie man es dann kocht, werde ich dann später erklären. Da ist jetzt der Roggen drin, den kann man ausschneiden. Und raus tut, das mache ich aber erst kurz bevor ich den brate, weil dann bleibt er schön saftig. Ne? Kann ich jetzt nochmal erklären, dass ihr es auch richtig begreift. So. Nochmal da entlang schneiden. Aber jetzt die zweite Seezunge. Gestern ganz frisch gekauft. Für den Stammgast habe ich die extra gekauft. Drehen. Am besten immer auf einen Zebrawischer weg, weil dann rutscht das Teil nicht so rundum. Da sehen wir jetzt zum Beispiel den Roggen. Den kann man dann rausnehmen und auswaschen. Gibt sogar Leute, die wollen mitessen. Gibt es auch. Schaut ungefähr so aus. Das macht man einfach dann mit den Fingern so raus. Ich weiß nicht, ob man das jetzt richtig sieht, so wie ich das da erkläre auf dem Notvideo. So schaut die Seezunge dann sauber aus. Also ich lasse den Kopf immer dran. Und dann später, wenn es gebraten ist, tut man es schön filetieren. Dann passt es. Kann ich es auch noch mal zeigen, den Roggen, wie man den rausmacht. Schneiden wir da auf. Wenn man das so aufklappt, da sieht man das recht schön. Kommt das da raus. Es geht eigentlich ganz einfach raus. Und dann einfach durchwaschen mit kaltem Wasser und dann passt es. So. So sieht das dann aus. Und später zeige ich euch vielleicht noch, wenn ich Lust habe, wie man brat. Gell? Müllerinat.
So, und so sehen die dann fertig aus am Teller. Und dann müssen wir sie noch so marinieren und dann bis später.